Ja, und noch was, also man muss sich das nicht so vorstellen, dass man die sehen kann, diese Würmer, wenn die in Kapillargefäßen sitzen oder an der Kapillargefäßwand, Gewebe um die Kapillargefäßwand versucht, sich die Nahrung aus der kleinen Kapillare zu holen, dann sind die Würmer natürlich auch so klein wie die Gefäße. Im Darm sind die Würmer vielleicht mal zu sehen und knabbern große Gefäße an oder in der Darmschleimhaut vielleicht auch kleine Gefäße, weiß ich nicht. Jedenfalls ist ja wohl klar, dass große Würmer an großen Gefäßen oder großlumigen Hohlorganen, die Würmer größer werden können, als in kleinen Organen, wo kein kleinen Gewebe, wo im Gewebe, wo kein Platz ist, wo ganz kleine Kapillare durchfließen. Ist ja auch klar, dass die Würmer dann auch mal so klein sein können, dass man sie nicht mit bloßem Auge sieht. Und dann kommt man da vielleicht nicht drauf, dass es vielleicht welche sind, wenn irgendwelche unklaren Entzündungen im Körper stattfinden. Aber man könnte ja mal drüber nachdenken, ob es vielleicht doch auch sein könnte.